Hey du. Hey, ja. Nicht so laut. Ja, die hören uns. Da vorne ist der Spionageturm. Der Spionageturm, oh mein Gott. Ja, wir sind wieder hier. Von den Pillagern, wir haben uns hier rangeschlichen und damit die uns nicht entdecken. Das stimmt. Also, naja, wahrscheinlich haben sie uns schon entdeckt, aber was soll man tun? Papageien verlieren wahrscheinlich. Erinnere mich nicht daran, dieses Elend. Ja, wir wollten ja wieder zurück. Das war höchst dramatisch. Ach, jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Was denn jetzt schon Verdammt, wieder? Verdammt, die Samen für die Papageien. Ah, okay. Ja, wir haben uns nämlich wieder auf den Weg hierher gemacht. Ach so, und erstmal Hallöchen, ihr Lieben, ne? Man kann ja auch erstmal Hallo sagen. Auf jeden Fall haben wir uns wieder auf den Weg hierher gemacht zum Außenposten, beziehungsweise einfach in die Nähe vom Dschungel, ja. Beziehungsweise vom Bambus. Biom, denn wir wollen ja eigentlich Pandas holen und wir hatten auch überlegt, dass wir zeitgleich neue Papageien schnappen könnten. Aber ja, die Samen für die Papageien, ja, die habe ich dann zu Hause auch rausgepackt. Das war natürlich super schlau. Nee, du kannst ein bisschen Samen hier sammeln. Einfach ganz normal so ein bisschen Grassamen. Das war natürlich hoffen, dass das relativ schnell geht dann. Ja. Weil die haben doch schon ein bisschen was gefressen. Ich habe jetzt gerade 7. Naja. Ich ein. GG. GG, ja, die brauchen tatsächlich ein bisschen. Ja, aber ich sag mal so, ne, also die Papageien letztens, die sind natürlich verschwunden jetzt, die sind in einer besseren Welt, sag ich jetzt mal. Die sind in Valhalla, haben wir ja schon mal gesagt, ja, ne? Ja, genau, aber die haben auch einen Zweck erfüllt, die haben uns nämlich zu den Allies geführt. Das stimmt, das muss man tatsächlich sagen und die kleinen Allies haben wir schließlich beim letzten Mal erfolgreich nach Hause gebracht. Das hätte ja niemand für möglich gehalten, das sage ich nur. Ja, zumal wir es auch voll umständlich gemacht haben, der Flachtags geschrieben, ne? Aber ja, das stimmt. Also, naja. Ja, wir stehen halt öfter mal auf dem Schlauch, ne? Man kennt das ja, denn wir hätten die Allies einfach übers Wasser tatsächlich mitnehmen können. Wir haben es halt umständlich gemacht, weil wir dachten, die folgen uns übers Wasser nicht. Aber die sind beim letzten Mal nur nicht gefolgt, weil wir die halt die ganze Zeit abgelenkt haben mit den Items. Ich finde, ihr kennt den ja voll cool irgendwie. Ja, das ist voll schön hier. Chillig. Ja. Ich muss sagen, jetzt aktivieren wir den Turbo. Oh ja, der Turbo. Den es gar nicht gibt. Oh mein Gott, ich bin ausgestiegen. Oh nein. Oh Gott, ich bin aus dem Boot gefallen. Direkt rückwärts über den Kopf fahren. Oh nee, aua. Tonk. Ja, genau, der Turbo, den es eigentlich nicht gibt, aber man denkt, es gibt ihn. Es sieht halt dann so aus. Was willst du sagen? Das ist halt so. Ja, aber das ist halt einfach Speedboat. Ja, das stimmt. Speedboat Racing. Richtig. Boah, habe ich früher voll gerne gespielt. Da gab es mal so ein Game, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das hieß. Ich glaube, VR Powerboat Racing. Ja, ich kann so. Mich dunkel erinnern, dass du das mal hier irgendwann neben mir gezockt hast und du hast kläglichst versagt. Natürlich, natürlich. Das ist halt auch schon wirklich ewig her. So, du checkst gerade die Lage, wo wir hin müssen. Ja, ja. Wir müssen jetzt die Karte etwas raus. Also, ich zoome mal gerade raus. Ja, ich habe halt nicht so wahnsinnig viel von der Karte aufgedeckt. Okay, also wir müssen jetzt die nächste links und dann die nächste rechts. Sehr schön. Einmal links, einmal rechts. Einmal links, einmal rechts. Naja, du wirst uns hier schon ans Ziel bringen. Ja, ne, kennst mich ja. Ich habe jetzt übrigens 5 Weizenkörner. Ich würde dann gleich noch ein paar einsammeln, wenn denn da überhaupt Gras wächst. Ja, doch, Gras sollte da eigentlich sein in der Nähe. Ja, hoffe ich zumindest. Notfalls ansonsten nehmen wir irgendwas anderes. Gibt ja noch diverse andere Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, essen die Kakaobohnen? Also zählen oh, Kakaobohnen habe ich auch nicht mit. Zählen die auch als Samen? Na, ich weiß nicht. Zählen die als Samen? Ja, damit wachsen Kakaobäume. Ja, was also sind Kakaobohnen? Kakaobohnenbäume, meine ich. Also Kakaobohnenbäume. Die Bäume selber wachsen ja nicht, aber man kann die ja ranpappen irgendwo und dann wachsen die Kakaobohnen einfach raus. Boah, jetzt ein schöner, warmer Kakao. Von daher würde ich interpretieren, dass sie laut Minecraft als Samen zählen. Über mehr Infos dazu lassen wir uns gerne informieren. Ja, das wird auch der Fall sein. So, wir sind jetzt hoch. Ne, wollte ich gar nicht. Wollte jetzt einfach mal hier so, warte mal. Ja, hier ist auch viel los. Viele Fische im Wasser. Also und das Wasser ist so schön. Ich bin immer wieder geflasht von dem Wasser. Ja. Wenn das halt so mit dem Shader etc. Es sieht einfach mega gut aus. Das sieht sehr gut aus. Da würde ich halt immer gerne gleich direkt reinspringen. Ja, weil das einfach so schön aussieht. Und dann kommen die Piranhas und nagen einem den Fuß ab. Naja. Ich bin nicht so geil. Oh, hier ist Kakao. Ja, eine Kakaobohne. Ja, wir fahren noch ein Stück. Na gut. Dann fahren wir jetzt über den See. Ich finde es immer witzig, dass die Tintenfische hier im Wasser immer die Alge machen. Ja, das stimmt. Hast du ja auch gerade schon wieder so ein bisschen Performance einbußen? Ja, oder geht das bei dir? Geht so, würde ich sagen. Ich habe mal das Gefühl, dass das wirklich hier in dem Biom schon so ein bisschen schwierig wird. Ja klar, liegt aber auch daran, dass halt wirklich, wie gesagt, viel Shader und so. Ja, ja. Und viel los. Absolut viel los. Ich sammle mal kurz jetzt noch ein bisschen Gras. Wir müssen jetzt einfach nur Alter, das ist laut. Das ist richtig laut. Also bei mir heute auch. Mir fallen hier wirklich die Ohren ab.
Und irgendwie kommen da keine Samen. Doch, jetzt kam mal einer raus. Ja, ist schon okay. Wir finden schon mal welche. Ich meine, wir müssen erstmal gucken, ob wir überhaupt Pandas finden. Das stimmt. Also du hast ja gesagt, bei den Bambusstangen. Ja, da vorne irgendwo, hoffe ich. Wir wissen nicht, wie die aussehen. Wir wissen auch ehrlich gesagt nicht, ob es für Pandas tatsächlich hier eine Resource-Pack-Textur gibt. Das ist nämlich ja nicht bei allen Sachen der Fall. Uns ist nämlich im Nachhinein auch aufgefallen, dass ja tatsächlich die Papageien auch noch die Standard-Textur haben. Die hier halt nicht durch das Resource-Pack verändert wird. Und auch die Ocelots und die Katzen, die sind alle nicht überarbeitet. Oh, die Katzen sehen jetzt so gut aus. Ja, wir haben nämlich die Info gekriegt, dass halt das Texture-Pack jetzt, was wir haben, oder das Resource-Pack, tatsächlich wieder überarbeitet wurde und dass jetzt die Katzen und Ocelots tatsächlich auch ein eigenes Design haben. Da weißt du, was mir auffällt? Was denn? Ich habe das da gar nicht installiert. Ja, das ist ja toll. Da kann Anni das. Ich habe dir das extra vorhin auf den USB-Stick geworfen. Ja, ich weiß, ich habe es auf dem Stick vor mir zu liegen. Na super. Guck mal, ich kann gleich Bambus mitnehmen. Ja, sollten wir sie sehen, dann. Warum ist denn das Gras heute so laut? Sieht man das bei mir auch. Ja, ich weiß auch nicht. Heute ist wirklich extra laut hier. So, schon mal Bambus mitnehmen. Falls ja, wir was kriege ja auch gerade Bambus. Ja, ich habe hier echte Frame-Probleme. Krass. Ich merke das richtig. Also definitiv unter 30. Ich muss das mal ganz kurz anmachen. 10 war da gerade. Das ist 28. Ne, ich droppe auf jeden Fall 15, ja. Ich habe hier wirklich Probleme. Oh, und jetzt hängt mein Spiel gerade. Jetzt hatte ich gerade ein richtiges Standbild. Keine Ahnung, was da los ist. Bei Mario ist das nicht so schlimm. Nee. Komisch. Lede gerade, was im Hintergrund irgendwas runter oder so. Also tatsächlich nicht. Ich habe nichts an, was irgendwo runterladen könnte. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist aber merkwürdig. Ja, das ist halt wirklich ein bisschen komisch. Also Mario hat diese Probleme nicht. Und wir haben die gleichen Rechner, möchte ich nur mal sagen. Also wirklich identisch. 1:1. Das Einzige ist... Im Norden ist ein Panda. Was ist das, Panda? Da ist ein Panda. Oh, wir gucken gleich. Ja, der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass bei mir die Aufnahme läuft. Die läuft nicht über Marios Rechner. Also doch, bei Mario läuft auch eine Aufnahme. Ich wollte gerade sagen. Nee, stimmt. Eigentlich, dann ist der Unterschied... Den gibt's ja gar keinen. Wir nehmen ja beide. Dann gibt es keinen echten Unterschied hier. Oh, jetzt hatte ich gerade einen Chunk-Freeze. Ja, ich hatte nämlich auch gerade einen Freeze. Weiß auch nicht, was da los war. Genau, die gleiche Stelle. Er hat irgendwas geladen, keine Ahnung. Naja, egal. Hoffen wir einfach, dass das jetzt nicht so extrem hier auftritt. Aber das war ja eh schon zu merken. Im Dschungel ist es schwierig. Und oh, manchmal anscheinend schwieriger. Er war hier im Norden, ich habe ihn genau gesehen. Echt? Also auf der Minimap hast du ihn gesehen, ne? Also auf der Karte. Okay, ich folge dir einfach. Nee, ich folge dir. Du folgst mir? Stimmt, du folgst mir. Krass. Du bist einfach nach Norden. Ich laufe nach Norden. Aber da war ein Panda zu sehen. Mal gucken. Na dann. Wahrscheinlich ist es gleich direkt ein aggressiver Panda oder so. Boah, das wäre es ja noch. Können die denn aggro sein? Ja. Ich sehe hier halt keinen, ne? Aber hier ist Bambus. Angefressener Bambus war da gerade. Angefressen? Der war halt nicht ganz bis nach oben. Ach so. Hier ist richtig viel los an Bambus. Ja, da bin ich letztens auch. Ich habe so viel Bambus hier weggehauen. Warte, ich sehe ihn jetzt auch auf der Karte. Ich habe den gar nicht erkannt vorher. Oh mein Gott. Ich rüst mal kurz Bambus aus. Alter, das hier guck dir mal die gigantischen Bäume an, Alter. Du, ich sehe hier halt auch irgendwie alles, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Hallo, Panda, wo steckst du? Ja, der ist hier gerade zu irgendwo. Da sitzt er. Du siehst ihn schon? Er hat noch eine normale Textur bei mir. Ja, bei mir auch. Okay, dann ist für den ist noch nicht. Trauriger Panda. Ja, der hat Tränchen da. Och, ja. Nee. Und der ist alleine. Panda. Und er hängt im Bambus mit dem Gesicht. Und er hat irgendwie, ich weiß nicht, ob er Bambus an der Schnute hat. Auf jeden Fall hat er Schnodder. Ah. Oh. Der kleine Schnodderpanda. Ja. Hey, Kumpel. Oh. Hallo. Der ist ganz alleine hier. Ja, wer weiß, wo seine Freunde hin sind. Ah, die sind bestimmt hier irgendwo in der Nähe. Komm. Ich habe ihn mal gefüttert. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur Bambus hingesetzt. Hä? Oh mein Gott, was macht er? Er isst. Oh. Oh, bist du süß. Tapst du mit Schnodder an der Nase. Oh. Oh mein Gott, mein Herz. Na, das ging ja wieder richtig ins Herz. Ach Gott, bist du süß. Oh, und er quietscht. Ich glaube jetzt. Folgt er jetzt? Ja.
Oh, wir brauchen noch einen zweiten. Verdammt, uns wird dunkel. Mm. So, wir haben gelernt, angeblich kann man im Freien schlafen. Komm. Aber das Problem ist, ne, wir hatten ja schon festgestellt, da kommen dann irgendwelche komischen Personen vorbei und schmeißen die Hühnchen ins Gesicht. Ja, stimmt, aber ich lege mich trotzdem hin. Die oh Nacht Gott. Wird durchgeschlafen. Okay. Unter freiem Himmel. Ja. Ui. Oh, alles super. Ja, wir wollen ja schließlich zeigen, dass wir das Gelernte auch anwenden, nicht wahr? Ja, ab und zu mal zumindest. Ja, ja. Manches klar. Leute wieder gelöscht aus dem Kopf. Ja, das ist aber normal, weil der Speicher einfach überläuft, ne? Ja. Jetzt ist halt die Frage, wo kriegt man einen zweiten her? Also das Bambusgebiet ist schon nicht so klein. Nee, aber auf der Map ist halt natürlich auch keiner zu sehen gerade. Ist das halt ein Ocelot oben direkt nördlich von uns? Ein Ocelot? Guck mal auf die Karte. Ich gucke auf die Karte, aber da sehe ich nur... Auf die richtige Karte. Ach, auf die große Karte. Siehst du gar nicht. Nee, sehe ich nicht. Da. Ich gucke bei Mario gerade aufs Bild und ja, da ist ein Kätzchen. Der hat ja eine neue Textur. Ja, dann müssen wir da mal hin. Also zumindest bei mir hat er eine neue Textur. Wanda, kommst du mit? Der folgt bestimmt. Nee, der bleibt stehen. Hallo? Vielleicht nochmal füttern? Ha, er quietscht. Also ich laufe einfach mal nach Norden, weil du ja meintest, da ist das. Muss man den jetzt dauernd füttern? Wie Schafe? Keine Ahnung, nee. I don't know. Komm, oder kann man die gar nicht mitnehmen und die wohnen einfach hier. Oh Gott, wie sie essen. Oh, goldig. Absolut goldig. Ja, ich mache mich einfach auf den Weg. Du kannst mit dem Panda kuscheln. Mhm. Oh, was ist denn das für ein Dings hier? Das ist einfach nur ein ganz normaler Tropenbaum. Ein Tropenbaum, der Rest davon. Sah so anders aus gerade. Komm mit, Panda. Na, ich bin gespannt, ob der dir folgt. Wahrscheinlich kommt der gar nicht durch, weil alles voller Bambus ist. Ja, das denke ich auch. Na, zur Not muss der da bleiben. Sehen wir den denn jetzt noch auf der Karte? Ah doch, der ist auf jeden Fall sichtbar. Und wenn wir wissen, der ist da unten, dann holen wir den auf dem Rückweg ab. Der findet bestimmt nicht den Weg, deswegen ist er traurig. Ja, wer weiß, wo der eigentlich hin wollte. Komm mit, Kleiner. Wer weiß. Komm. Ha, ich habe ein Schaf gefunden. Der isst immer Bambus. Guck dir das mal an. Oh, der futtert die Bambusstangen weg. Ja, weil der hat Hunger. Und die isst ja von alleine, oder was? Ja, auch. Cool. Also, ich weiß zumindest, dass Pandas, ich weiß gar nicht, was noch. Oh, im Norden ist noch ein Panda. Da sind sogar zwei. Oh, nimm ihn einfach mit und wir bringen ihn zur Familie. Ja, aber wir haben kein Seil mit. Haben wir natürlich vergessen. Ach, meine Güte. Und wir haben natürlich wieder nichts, um das herzustellen. Wir haben ja hier keinen Schleim. Nee. Boah, wir sind einfach wieder nicht vorbereitet. Es ist immer das gleiche Elend. Immer. Ja, was ich gerade sagen wollte, Pandas sind somit die einzigen Tiere. Es gibt noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr genau was. Die sich tatsächlich von alleine ernähren. Mhm. Weil die halt Bambus hier futtern. Ich habe zwei. Oh, die wohnen hier. Das ist bestimmt. Die gehören bestimmt zusammen. Deswegen ist er traurig, weil er Familie verloren hat. Oh. Hallo. Oh. Ihr Süßis. Jetzt fühle ich mich ganz schlecht. Jetzt will ich die gar nicht mitnehmen. Jetzt will ich nur, dass du den anderen Panda hierher bringst. Oh. Die sind süß. Bei mir ist auch ein Panda. Wo bist du denn hingerannt? Bist du bei der Stelle? Ich bin im Norden. Hier zwischen ist doch auch noch ein Panda. Hast du unterwegs beim Ocelot vorbeigeschaut? Nee, habe ich nicht, weil ich habe es gar nicht auf der Karte gesehen. Das wurde mir nicht angezeigt. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Ja, das ist ja crazy. Ja, das ist irgendwie ein bisschen schräg hier. Er ist vielleicht despawned oder so, keine Ahnung. Ja, kann ja auch sein. Also hier sind nur die Pandas und Fledermäuse auf der Karte. Hallo, wer bist du denn? Oh, der quietscht auch. Hallo. Ja, sind doch gar nicht so wenig Pandas hier. Na, vier haben wir gefunden. Oh. Ich fütter die aber trotzdem mal. Dann machen die bestimmt gleich ein Baby. Oh Gott, stimmt. Oh ja, sie haben ihr Baby gemacht. Oh. Ein trauriges Baby. Oh mein Gott, warum seid ihr denn immer so traurig, ihr Kleinen? Was ist denn da los? Jetzt essen die hier. Ach, ist das geil. Das ist so lustig. Hey, ihr Kleinen. Und Großen. Voll am Futtern. Ich muss sagen, das ist halt schon ziemlich cool mit den Tieren. Ja, das ist absolut cool. Die sind unglaublich süß. Jetzt rennen sie natürlich hier hinterher. Ach, oh. Hallo. Oh Gott, sie alle futtern. Oh. Hallo. Ja, und ich glaube, die folgen uns jetzt, ne? Den anderen hast du dort gelassen, wo er ist? Ja. Ey, guck mal, der ist nicht traurig. Weil die sind beide nicht traurig. Nee, der guckt ein bisschen... Der sieht aus wie...
Weiß ich nicht. Warte mal, hast du nicht gesagt? Meteor Weigel. Oh Gott, ja, wegen der Monobrauer. Brauer, hast du nicht gesagt, dass die sogar unterschiedliche Gesichter haben? Ja. Stimmt, deswegen. Oh. Das ist ja süß. Ja, aber trotzdem habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn wir die jetzt mitnehmen. Ich glaube, denen geht's ja eigentlich ganz gut. Und wir haben jetzt auch schon die Population angeregt. Also, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis sie nochmal ein Baby machen. Oh Gott, der hat gerade genießt. Hast der du hat das geniest? Gesehen? Nee. Da war so eine kleine Wolke. Oh. Oh mein Gott. Also, ich fütter die jetzt hier die ganze Zeit, weil wir eh so viel Bambus haben. Oh Gott, er folgt dir. Der Kleine. Hey, Kleiner. Lass mal gucken, also der vielleicht niest ja nochmal. Ja, ich beobachte. Der ist auf jeden Fall ganz verwirrt. Oh Gott, er hat genießt, das ist nicht wahr. Hachipu. Oh, da haben sie sich schon was Süßes ausgedacht. Das muss man halt sagen, ne? Ja, aber jetzt ist der andere ganz alleine da unten. Ja. Den kriegt man nicht hierher. Ach, aber nur, weil der Bambuswald so dicht ist. Nee, ich glaube, weil wir keine Leine mit haben. Mm. Oh, schon wieder. Oh, der ist erkältet, der Kleine. Ach nee, deswegen hat der auch so Rotz an der Nase. Ach Mensch, kleiner Panda. Ja, aber kleiner Panda, bleib mal hier bei deiner Familie. Wir wollen die gar nicht mitnehmen. Hm, wir wollen doch eigentlich eher nochmal Papageien. Wir wissen jetzt, dass die Pandas hier sind. Die werden uns jetzt... Oh, oh Gott. Oh, hallo. Oh, direkt verliebt. Oh, der Panda ist ja gerade gehüpft nochmal. Huch, jetzt habe ich hier Bambus angepflanzt. Sehr schön. Hachipu. Das ist ganz erkältet, der Kleine. Mensch, der braucht eine Kuscheldecke. Kennt man ja von Pandas. Das ist schon echt süß. Oh. Vor allen Dingen, der Große ist dann halt auch gesprungen, ne? Als er genießt hat? Ja. Ja, wahrscheinlich, weil er nur gerade irgendwie hochgegangen ist oder so. Wie lange brauchen die denn, bis die noch ein Baby machen? 5 Minuten, glaube ich, oder ah, so. Ah, okay, also ein bisschen tatsächlich. No, Kleiner, da kältet, hm? No. No. Hoho. No. Ja, Mensch, der Schnupfen ist irgendwann noch weg. Ja, ich gleich richtig Mitleid mit dem Kleinen. Ist der Panda-Schnupfen, der gemeine. Ja, der kommt auf die Welt, der Kleine hat direkt Schnupfen. Mm. Bisschen unterkühlt. Da hat die Hebamme nicht aufgepasst. Nee. Da bin ich angeschleppt. So. Wir können einfach mal gucken, was hier noch so los ist. Also, die sollen jetzt hier bleiben, ja? Ja. Na gut, wir haben ja eh kein Seil mit oder so, keine Leine. Da vorne ist gefährliche Lava. Wo ist gefährliche Lava? Am Strand. Ah, ja, das ist so weit weg. Na, meinst du nicht, dass die da mal einen Ausflug machen? Die machen da keinen Ausflug hin. Ach, ein Ei. Ja, dann lass uns mal nach Papageien gucken, denn wir wollen das natürlich nochmal probieren. Kann ja nicht sein, dass die uns unterwegs verloren gegangen sind. Ne? Ihr wisst ja, wie das so passiert. Diesmal halten wir da nicht an. Nee, wir werden diesmal schnurstracks nach Hause gehen. Also ich meine, eigentlich hätten wir das schon wissen können, dass wir da nicht unbedingt mit dem Papagei auf Erkundungstour gehen sollten. Ja, aber weißt du, dann ist da auf einmal so ein Außenposten und dann denkt man sich so, geil, das kriegen wir schon hin. Und dann wirst du eines Besseren belehrt. Ich weiß nicht, warum das Gras heute so laut ist. Ist wirklich extrem, oder? Ich finde auch, dass das Gras heute richtig die Ohren sprengt. Ich muss mal ganz kurz in meine Einstellungen gehen. Vielleicht ist da irgendwas zurückgesetzt worden. Wobei mich das schon wundern würde. Nee, ist alles noch gleich. Alles gleich. Atmosphäreumgebung 100 hatten wir, glaube ich, immer. Ich weiß nicht. Also, falls euch auch die Ohren abfallen. Naja. Sorry. Soll ich dann mal Mario hinterher? Da ist doch schon wieder ein Dorf, oder? Oh. Rechts? Was siehst du denn? Na, wenn ich... Nee, ich dachte, ich hätte da irgendwie wen gesehen. Aber habe ich nicht. Vielleicht sind es die... Keine Ahnung. Ich war der Meinung, vielleicht war es auch eine Hexe oder so. Keine Ahnung, also im Osten auf jeden Fall. Ja, ich komme mal zu dir. Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich immer noch den komischen Debuff. Wann verschwindet der denn? Gar nicht, glaube ich. Ach so. Erst wenn ich das nächste Dorf irgendwie... Ja, oder wenn du Milch trinkst. Ach so. Also vielleicht verschwindet der eigentlich irgendwann mal. Du rennst schon wieder völlig verwirrt. Ja, stimmt. Wo bist denn du hin? Da über den Fluss rüber. Über den Fluss. Ich such dich mal kurz. Ah, das. Siehst du das da oben? Da oben. Da oben ist Anni. Ja. Ich komme ja schon rüber.
Ich bin halt einfach mal wieder falsch abgebogen. Ja, das kennen wir ja schon. Das, ja, das ist auch ist ja nichts Neues. Nee, das muss so auch, ne? Ich bin mal gespannt, ob wir heute andere Papageifarben finden. Also ich würde gerne also beim letzten Mal haben wir nur zwei verschiedene gefunden. Es gibt ja noch mehr. Ja, das stimmt. So ein blauer wäre cool und ja, nochmal so ein bunter wäre schon schön. Oder halt was ganz anderes. Ich glaube, da gibt es auch noch ein weiß oder so. Hm. Aber so. Glotzi hatte ja irgendwie auch geschrieben, also ich glaube, deswegen ist der blaue auch nicht mitgekommen, dass wir den irgendwie gesagt haben, der soll sich hinsetzen. Wir hätten das probiert mit dem Rechtsklick drauf oder so, dass der irgendwie so komisch sich immer, also man hat schon gesehen, dass der sich irgendwie hingesetzt hat, aber ich habe das nicht da interpretiert, dass das da verhindert, dass die halt nicht mehr mitkommen. Ja. Hier ist einer. Echt? Ah, hier ist ein Weißer. Ich brauche noch einen Weg. Oh. Ah, Switch. Hallo. Na, hier komme ich gar nicht lang. Na, hi, guck mal. Ich versuche mich mal hier irgendwie hochzubauen, übers Blätterdach. So ist ja die Frage, könnten wir theoretisch von hier aus? Nee, können wir nicht. Shit. Hier ist kein Weg. Ach, fällt schon dunkel. Ja, es ist halt wieder übel. Wir können uns hier gleich irgendwo hinlegen. Und im Süden ist noch ein blauer, glaube ich. Du, ich leg mich mal kurz hier irgendwo hin. Ja, mach mal. So. Liege. Völlig mutig. Mhm. Okay, wunderbar. Nichts passiert. Allen geht's gut. So. Ich hoffe, ich finde dich hier. Du bist nach unten gelaufen, ne? Nach Süden. Na, ich bin. Du siehst mich ja nicht auf der Karte. Nee, ich sehe dich noch nicht. Das ist noch nicht so weit. Guck auf die Karte. Achso, du meinst sage, auf der richtigen Karte. Ja, ich meine halt mit Karte immer Minimap, ne? Nee. Wenn ich sage, da sage ich Minimap und Karte sind unterschiedliche Dinge. Na gut. Pass auf, hier ist ein großes Loch. Du, ich bin hier eh gerade. Jetzt hier runtergeflogen. Ach, hör doch auf. Oh, ich habe aber schon ein paar Kakaobohnen unterwegs entdeckt. Und nehmen die auch gleich mit. Womit hast du die jetzt eigentlich gefüttert? Wen? Die Papageien. Noch gar nicht. Ach so, du wolltest. Also, wir haben hier auf jeden Fall, wenn ich das richtig auf der Karte sehe, weiter südlich von uns, huch, da wollte ich jetzt gar nicht hinklicken, noch einen blauen und einen roten Papageien und hier direkt bei mir ist ein weißer. Ja, die brauchen wir alle drei, aber drei passt ja wieder nicht, oder? Doch, du kannst ja zwei auf die Schulter nehmen. Ja, aber das hat ja beim letzten Mal auch nicht so geklappt. Natürlich hat das funktioniert. Wir hatten nicht zwei doch, auf einer Schulter. Hatten wir. Nee. Doch, hatten wir. Hattest du höchstens, habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht mitbekommen. So, der hat direkt funktioniert, wenn ich es richtig gesehen habe. Mm, oh, da unten bist du. Hallo, aua. Ja. Absturz. Der braucht doch nicht runterkommen, muss oben lang. Hm. Komm mit, och, Papagei. Da ist er. Du kleiner Kakadu. Ja. So sieht er aus. Du kleiner Kakadu. Hey, du kleiner Kakadu. Na ja, toll, das ist oh. Ja auch ja. Tolle Begrüßung, weißt du? Ja. So. Boah, also hier ist natürlich auch immer gar kein Durchblick, ne? Wo ist er denn jetzt? Sehen nicht. Ach, hier. Komm ich versuche mich mal hier kurz durchzubuddeln. Komm auch. Los. Mm, hier komme ich auch nicht lang. Was machst du denn? Ja, ich komme hier nicht lang. Ja, bau dich doch hoch. Na, mache ich doch gerade. Wo ist denn das Problem? Na, ich grab ja gerade. So und so und so und jetzt bin ich oben. Okay, also hieß ja, die teleportieren sich, ja? Hat er gerade getan. Ich habe es direkt gesehen. Dann laufen wir mal los. Wo hast du den anderen gesehen? Zu mir. Okay. Hier vorne ist ein blauer. Und ein roter. Sehr schön. Oh, hallo. Oh Gott. Bin auf dem Weg. Familie. Oh, oh. Na, schon mal hier die Samen ausrüsten. Hey, nein, nicht da auf dem Baum. Ich will nicht klettern. Oh. Ja, das hat so ein Dschungel an sich, ne? Auf den Baum. Da muss man wohl auch mal klettern. Komm her. Ab. Komm. Oh, ey, wie du hier so schnell durch den Dschungel gekommen bist. Du hast bestimmt eine Machete mit. Gib's zu. Ja. Ah, da ist der blaue. Hast du ihn schon angeditscht? Ja, der rote ist direkt daneben. Okay, dann nehme ich den roten. Hallo. Also dafür, dass der Weiße gleich funktioniert hat, macht der Blaue gar keinen Anschein, ja. Ne? So, den Roten habe ich. Hey, bleib. Der ist ein bisschen... Hey. Jetzt. Okay, dann haben wir jetzt schon mal drei. Ja, perfekt. Einer geht noch, würde ich sagen. Ja, haben wir noch einen? Im Süden ist noch ein Blauer und noch ein Roter. Okay, dann gib ihm. Ja. Ja, mal los. Und vertrauen wir drauf, dass die uns wirklich folgen, auch wenn wir sie nicht füttern. Naja, ich meine, wir haben ja schon mal ein paar Papageien irgendwo liegen lassen, ne? Oh, naja. Liegen lassen, ja. Oh, hier sitzt er. Ne, warte mal, nee, das ist unserer? Nee, ist unserer. Der ist gerade da. Ich bin gerade hier um den Baum rumgelaufen, da saß schon der blaue Papagei. Ich dachte schon, was zum Henker? Aber da siehst du mal, wie schnell die sind, ne? Ja, weil, ne, also, das ist schon voll getrollt. Naja.
So, Kakao mitnehmen. Kann man eigentlich den Kakao verarbeiten? Ja, kannst du Cookies draus machen. Meine Güte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, welches ist jetzt der blaue Papagei? Hier vorne irgendwo. Also hier vorne ist noch ein roter. Willst du einen roten oder einen blauen? Na, ich habe ja jetzt schon einen roten. Na, hier ist ein blauer. Also mir ist eigentlich egal. Ah, da unten ist noch ein gelber. Ich gehe zum gelben. Es sei denn, das ist der gleiche wie deiner. Das ist, glaube ich, ein weißer. Ja, ich gehe mal kurz gucken. Kopf. Ja, ich schaue einfach mal. Wir werden ja sehen, was da los ist. Boah, hier ist alles voll, glaube ich. Richtung Osten kommen immer mehr. Ja. Hier ist das Papagei-Paradies. Ah ja, es ist wieder so ein weißer mit gelbem Kopf. Ich glaube, es gibt insgesamt 6 verschiedene Farben oder so. Da ist da ein schwarzer oder ist das ein blauer ganz im Osten? Ich folge einfach mal der Karte. Ist mein anderer noch da? Ja. Ach, da ist ein Ozelot hier bei mir. Oh. Ja, ich bin gerade halt schon ein ganzes Stück weg. Das ist ein grüner bei dir. Ein grüner und ein blauer, also ein anderer blauer. Nein. Oh mein Gott. Wo ist denn der Grüne jetzt hin? Hey, komm zurück. Oh, wie geil. Der ist schick. Komm her. Komm, du willst es auch, ich weiß es. Sag mal. Oh, ernsthaft jetzt? Oh, ich habe noch ganze 2 Samen. Na, ich hätte noch 30. Okay. Gut, dann habe ich jetzt 2. Ja, du könntest dir jetzt hier noch so einen hellblauen mitnehmen. Ja, bei den kriegen wir... Die Frage ist, also wenn der auf der Schulter sitzt, dann kriegen wir den auf jeden Fall ins Boot rein. Huch. Oh, guck mal, der ist voll schön, der hellblaue. Bin auf dem Weg, warte. Oh, wir haben ja dann irgendwann voll das Vogelparadies. Oh, hallo. Ja, der ist auch süß, oder? Oh. Was ist das jetzt? Ah, der grüne. Ja, der sieht auch gut aus, cool. Oder? Voll gut. Ach, verdammt, ich würde den gerne halt noch mit dem blauen, aber ob der dann nachliegt, weil da müsst ihr ja warten, wenn er auf der Schulter sitzen, kannst du ja voll Gas geben. Ah. Stimmt, ja. Du hast ja jetzt einen weißen und einen blauen, ne? Ja. Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt. Komm, ich hole den jetzt erstmal, wenn wir sehen, was passiert. Ja, hol den. Oh. Sei denn, er will natürlich nicht. Ja, das Problem hatte ich auch gerade. Oh. Asten? Ja, perfekt. Okay. Würde ich sagen, geh doch gleich ins Floß. Ach so, sonst hätte ich mir gerne das Ozelot mal angeguckt. Ach so. Weil das anders aussieht. Aber da können wir auch ein anderes Mal noch hin. Ist kein Problem. Ja, vielleicht, wenn wir den Dings ordentlich haben. Ja, das stimmt. Dann ist das auch entspannter. Gut, ich komme vorbei. Wir müssen eh nochmal wegen den Pandas hier hin. Also, ist mit dem Oktopus da drüben. Ja, der macht die Alge. Oh, jetzt ist er weg, ja. Er hat sich umgelegt. Okay, die sitzen bei dir. Also einer sitzt bei dir auf der Schulter. Muss man die nochmal anklicken? Nee, eigentlich nicht. Na, aber ich finde es halt cool, wie du. Ich steig einfach mal ein. Sitzt du jetzt auf meiner Schulter? Ich weiß es nicht, ich sehe nichts. Oh mein Gott. Da muss man. Nee, ich glaube, du sitzt jetzt vorne. Verdammt. Ah, warte. Okay. Sitzt ihr auf der Schulter? Ja, beide. Okay. Cool. So, und sie haben sich einfach so hingesetzt, ja? Ja. Oh, warte mal. Sitzt bei mir irgendwas? Jetzt einer? Der zweite kommt auch an? Der sitzt aber noch nicht.